Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play MTA Vio Real Life. Ja, heute mal alleine. Ohne den Martin-MMR-Liners 11. Spielen wir heute. Und ja, aus dem Grund, weil ich gerade meine letzte Folge hochlade. Oder hochgeladen habe, sagen wir es so. Und das Auto ist wieder weg, wie ihr seht. Das hat folgenden Grund, dass meine FPS-Zahl am Arsch ist und der Server. Ja, du bist ein Arschloch. Das hat auch damit zu tun. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Der Server hat momentan einen Bug. Der Bug ist, dass ich mit dem Roller hier nicht rauskomme. Ja, du darfst dich wieder verziehen. Komm. Jawohl. Nee, danke. Ich brauche mein Geld selber. Genau, also es gibt einen Bug, dass wenn ihr euch ein Auto kauft und euch ausloggt, wird das Auto nicht gespeichert. Oh, der Sir Pac-Man ruft mich, schreibt mich gerade an. Einen kurzen Moment. So, da sind wir wieder. Und ja, der Sir Pac-Man ist jetzt auch mit dabei. Hallo. Hallo. In dem Fall sind wir doch nicht ganz alleine. Martin, wo bist du? Gerade beim Krankenhaus, weil ich abgefetzt wurde. Ah, schön. Von wem? Keine Ahnung, von nirgendwo einer Bande. Die mit Arkas rumgerannt sind. Super. Naja, kommt jeden Tag vor, ist bei mir auch so. Hast du sie Kampf angegriffen oder so, oder was? Nein, ein bisschen gestreichelt. Ach so, das heißt, du hast sie geschlagen. Okay, dann würde ich auch drauf schießen. Ach, da war er! Da war er! Ich bin der Typ mit dem himmelblauen Roller. Steig auf! Hast du ein Auto? No. Gut, dann kauf dir auch besser keins, weil ich habe gerade vorhin erläutert, der Server hat einen Bug. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gleich mein Bruder ins Zimmer. Auf jeden Fall, der Server hat einen Bug, und zwar, dass wenn man sich ein Auto kauft, wird das nicht gespeichert. Also man kann sich 10-mal am Tag das gleiche Auto kaufen, 10-mal reloggen und das Auto ist dann trotzdem weg. Ich behalte das Changelog im Auge, damit ich sehen kann, wann das wieder geht und wann ich mir ein Auto kaufen kann. In der Zeit machen wir Führerscheine. Wir machen so ziemlich alle Führerscheine. Das beinhaltet den LKW. Außer den Waffenschein, den machen wir nicht. Und die ganzen Flugscheine, Helikopterschein, Flugschein A, Flugschein B, die machen wir alles nicht, weil ich Waffen vorerst nicht brauche und eh nicht fliegen kann. Von dem her brauchen wir das nicht. LKW-Führerschein möchte ich ganz gerne machen, weil das für einige Jobs relevant ist. Vor allem beim Farmer brauchst du das auch für den Traktor. Ja, das meine ich ja. Du hast. Ah, stimmt, ich muss ja erst Geld abheben. Ich habe übrigens vorgearbeitet. Ich habe jetzt. Ich zeige es euch gleich. Mein Kontostand. /self. 80 Millionen. Ja, oder wie viel? Nee, so viel nicht. $7.230. Ich würde sagen, das reicht erstmal, um ein paar Scheine zu machen. So, gib mir $1000. Auszahlen, schließen, wieder reingehen. Ich habe jetzt $1000 abgehoben. So, dann können wir hier zu Playboss uns nebenan stehen, stellen, LKW-Führerschein beantragen. Oh, man muss keine Prüfung machen. Ist ja cool. Ja, bekommst gratis so. Cool. Dann machen wir noch den Motorbootschein, den Segelschein und den Angelschein. Dann können wir nämlich auch den Angler mal ausprobieren. So, zack. Was gibt's noch für Scheine, die ich haben will? Helikopterschein brauche ich nicht. Ja, Motorradschein habe ich noch nicht, aber stimmt, könnte ich, wenn wir schon dabei sind. Ich werde zwar eh nie Motorrad fahren, aber sicherheitshalber, für den Fall der Fälle, dass wir es dann mal brauchen, weiß man ja nie. so, 500. Ich glaube, der kostet 450, ne?
Nehmen wir mal. Ich glaube ja. Mach du schon mal einen Roller klar, ich hol mir mal den Ding. So, wir haben ja letztes Mal den Farmer gezeigt. Als diesen Bimbo, der sich die ganze Zeit hinkniet und das Zeugs abbaut. Ich würde sagen, jetzt nehme ich dieses Mal den Traktor und den Mähdrescher. Ja, ich nehme. Hast du sie schon freigeschaltet von den Punkten her? Gut. Bist du auch? Ja, ja, ich habe auch Mähdrescher. Bin auch schon so weit. Dann komm her. Folg mir. Wo bist du? Ich bin hier im Hellblauen. Du hast den anderen Roller geklaut, okay? Ja, das ist mein Roller. Ach so, ja dann. So. Wir fahren mit den wohl weltschnellsten Rollern, die es überhaupt gibt. Ich ziehe den Sir Pac-Man selbst im Roller ab. Das ist wurde von gekickt. Grund Bug. Okay, Lukas24 wurde gekickt. Das ist nebenbei, das ist ein Reporter. Die Reporter bekommen, soviel ich weiß, pro Buchstaben $5. Krasse Scheiße, ich will auch Reporter werden. Nee, also mein Ziel ist ja Polizei-FBI. Einfach weil ich das immer mache. Ich bin immer auf einem Server, bin ich immer entweder Bullerei oder FBI oder Army war ich nie. Army war ich nie, weil ich nicht weder Jet fliegen kann noch diesen dämlichen Helikopter fliegen kann. Ich bin einfach zu dumm dafür. Einfach schlichtweg zu dämlich. Folgst du mir noch? Nein, ich fahr zur Farbe. Ja gut, du weißt, was ist, hoffe ich. Ja, natürlich. Allerdings, Autofahren würde ich behaupten, da bin ich ganz gut. Also Autofahren kann ich eigentlich ganz anständig. Motorradfahren, naja, es geht so. Ich mach's nicht gerne, aber es ich kann es, wenn es sein muss. So. Aber wie gesagt, ich habe halt lieber 4 Räder unterm Arsch. Weil dann kann ich mich nicht aufs Maul legen. Ja genau, das ist auch mein Grund, warum ich Autos lieber mag. Fliegen, naja, ich sage es so, ich stürze immer ab. Aber du kannst, oder? Ich kann so einigermaßen fliegen. Es gibt Phasen, da fliege ich wirklich gut, da bin ich wirklich ein Gott im Fliegen. Und es gibt Tage, da kriege ich nichts auf die Reihe. Da kann ein Baum auf einem beschissenen Areal stehen. Ich müsste eigentlich 10 Meter nebenbei landen, ich treffe den Baum. Zu 100 Millionen %. Ich triff den Baum. Manchmal schaffe ich es wirklich, irgendwie so ein bisschen Skill auf an den Tag zu legen und wirklich. Ich krieg den Roller hier nicht rein, ne? Ein bisschen gut zu fliegen. Und manchmal verlässt mich mein Skill. Ich bin übrigens schon da, ne? Ja, ich bin auch gleich dran. Da, so. Jeden Moment. Ich fahr dann mal Traktor. Traktor. Motor an. Oh, dieses Geschwindigkeitsgefühl ist einfach atemberaubend. Und dieser Motorsound. So, ich nehme jetzt heute mal ohne den Marcel auf, ohne den Airliner mit Martin halt. Weil ich besser bin. Nein, weil er gerade Fahrschule hat. Fahrschule? Ja, ist gerade in der Fahrschule. Und okay. Ja, der Martin wird auch im Stream dabei sein. Wahrscheinlich, wenn dieser Part oben ist, ist der Stream schon längst vorbei. Dann habt ihr es verpasst. Entweder das oder ihr habt zugeschaut. Wenn ihr zugeschaut habt, dann seid ihr richtige Skiller. Wenn nicht, dann seid ihr Noobs. Nee, Spaß beiseite. ich hoffe, ihr habt dann eingeschaltet vielleicht. Ja, du erhältst $5 10er Bonus, alles klar. Ja, wenn ihr zugeschaut habt, ist schön, freut mich. Ist ja eigentlich auch ein Anlass für euch. Wenn nicht, dann schön. Ja, dann. Nicht mein Ding. Ja. Nicht mein Problem. Nee, es wird ja wahrscheinlich auch nicht der letzte Stream sein, den wir heute machen. Aber trotzdem, ist halt ein besonderer Stream, weil ich noch eine Überraschung vorbereitet habe. Der Martin ist der Einzige, der diese Überraschung schon gesehen hat, also nichts verraten. Ja, da kommt das und das. nein, Alter, da kommt immer so ein Mähdrescher auf dich zugebrezelt.
denkst einfach nur so, nein, nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht, oh nein, oh, bitte nein, nicht, bitte oh nein, bitte nicht. Sei und dann kamst du so einen Millimeter vor ihm durch. Das war mal so auf den Punkt vorne durch, ne? Ich glaube, das ist so eine Endlosschleife, ne? Ja, ja. Es geht einfach immer weiter, bis ich dann keinen Bock mehr hab. Genau. Oh, $100 Bonus. Ui. Echt? Wo? Ja. Hier beim Mähdrescher. Ach, du fährst Mähdrescher? Ja, ich bin der andere Typ, der nicht die ganze Zeit in dich reinfährt. Ja, da wollte mich rammen. Da wollte mich rammen, der kleine Pisser. Aber das war der Huhnmann, nicht ich. Ja, das war der Typ aus dem Clucking Bell. Die Clucking Bell Werbung, die ist ja auch so übelst geil, ne? Hast du dich schon mal gehört im Radio hier in San Andreas? Ah, nein, ich höre nicht so Radio, ich höre einfach meine eigene Musik. Alles klar. Warum, was kommt da vor? Du kannst es mir erzählen. Lieber nicht. Ne. Warte mal, ich muss mal kurz eine SMS schreiben. Ja. Du darfst in der Zeit den Kommentator übernehmen, ne? Vielen Dank. Ja, also ich bin Sir Pac-Man, ich bin der Beste von dieser Welt und ja, ja. Wir dreschen hier mal weiter. Ich bekomme übrigens, glaube ich, $20 bekomme ich pro Punkt. Also, und ich glaube, der Mr. Swiss-Tucker, der bekommt, glaube ich, 10 pro dieser Checkpoint da. Falls er es noch nicht erwähnt hätte oder so. Ich habe nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Ja, er bekommt jedenfalls 10 und als Bonus bekommt der 50. Ja, danke, du Penner. Alter. Bist irgendwie dumm oder so? Ja, ist ein Hühnchen, also bitte. Hast du das mitbekommen, dass die Aussage, dass die Goldfische nur 10, nein, nur 3... Nein, 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 nein! Aus! So, jetzt holen wir uns mal den Mähdrescher. Mähdrescher. Da stehen Leute in der Limousine, die sehen bedrohlich aus. Egal, sagen wir ihnen mal Hallo. Ja, ein bisschen streicheln. Dann passt. Ach nee, das ist ein Taxifahrer, der wird mir nichts tun. Ich. Das steigt aus mit deiner Panzerfaust. Hui. Ja, direkt mit einer Panzerfaust. Motor an. Der ist ja noch schneller. Alter Schwede. Mhm. Kann man fast nicht auf dem Dings halten. Auf Kurs halten, weil das so übel schnell ist. Hui. Na. Nein, nicht mich. Halt, stopp. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin ein bisschen erkältet. Ich war jetzt 2 Tage lang krank, nicht zur Arbeit gegangen, weil ich krank bin. Heute warst du arbeiten oder auch nicht? Nein. Ich habe ja Ferien, ich hatte Zeit zum Kranksein. Ich war Montag und Dienstag, glaube ich, krank. Also okay. Krank, ich habe halt einfach Schnupfen. Also ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört, aber ich glaube, ich höre mich ein bisschen kratzig an. Leicht. Oh, kratzig. Aber so sind wir Schweizer nun mal immer das. So. Moment, kurz. Also so. Ein Auto werden wir auch erst dann kaufen, wenn das wieder geht vom Skript her. Ja, eben. Ich habe mir auch für 750 so ein scheiß Auto gekauft und nach dem Savoy Relock war ich. Ich hab übrigens ein Autohaus gefunden, was auch noch ziemlich günstige Autos anbietet und auch noch andere Auswahl hat. Also für 1500 kriegst du da einen alten Pickup, den ich mir, glaube ich, holen werde, sobald es wieder geht, weil ehrlich gesagt, ich finde den ganz nice. Es ist nicht ein Lamborghini, aber es ist was man fahren kann und hat nicht so ein Standardauto und es hat Allrad. Und alles, was Allrad hat, ist ein Freund von mir. Deshalb würde ich mir auch einen Sultan gönnen, sobald ich die Kohle dazu habe. Nach dem Buffalo. Buffalo mag ich fast noch lieber als einen Allradler. Aber so ein Buffalo ist halt auch... Oh, $100. Ja. Ein Buffalo ist halt auch eher so ein Spaßauto, ne? Und so ein Sultan ist jetzt eher so, ja, wie soll ich sagen, so ein Präzisionsauto, wo du halt Präzision ins Gemäß fahren kannst. Weil du kannst wirklich... um die Kurven hauen, das gibt
gibt's keinen Morgen mehr. Der fährt dir quer durch alle möglichen Kurven. Egal ob Schotter, egal ob Asphalt, egal ob Dreck. Der fährt einfach, ist dem scheiß Piepen egal. Also, viele meinen ja auch, der Sultan ist das schnellste Auto in San Andreas. Ich sag nur so viel, ein Cop-Auto ist schneller. Also, ein normales Cop-Auto ist schneller als ein Sultan in der Endgeschwindigkeit. Beschleunigung ist er wirklich top. Da kann er mit ziemlich vielen mithalten. Ich glaube sogar mit dem Infi. Aber halt ab einer gewissen Geschwindigkeit ist Ende. Im Gelände. Und im Asphalt. Ja. Aber ist halt wirklich cool. Man kommt fast überall hin. Und ich meine, ja, Bodenfreiheit, gut. Aber interessiert in San Andreas noch so ziemlich niemanden. Weil, naja, hier ist die Physik noch nicht so gut. In GTA 5 wäre die Stoßstange ab. Aber YOLO. Okay. Hast du schon eine Wohnung? Nein. Okay. Stimmt, das können wir nachher auch noch machen, unsere Wohnung suchen. Aber erstmal einmieten, ne? Ja. Und ich weiß schon, wo ich nicht wohnen werde. Wenn jemand den LPN guckt in diesem Haus, werde ich nicht hausen. Weil mir einfach da zu viele Leute sind. Klar, es hat einen Parkplatz, schön. Aber wenn da 10 Millionen Autos stehen, bringt mir der Parkplatz nichts. Wenn eben, da das ist, die Autos sich schon stapeln, dann ja, ich finde es irgendwie schade, es ist irgendwie so, wie soll ich sagen, es ist irgendwie so ein bisschen ein komischer Server, wenn ich das mal so antonen darf. Also im Sinn von den, vom Skript her, also ich meine, dass man irgendwie nicht jeder eine Wohnung haben kann, dass man irgendwie wie das teilen muss in dem Sinn. Oh, Entschuldigung. Schon gut. Na, ist ja auch real, ich meine, du kannst dich ja da einmieten. Und in Real Life kann man sich zum Teil auch in verschiedene Wohnungen, wenn sich verschiedene Personen in eine Wohnung einmieten. Also mit einer Person? Ja, ja. Ja, keine Ahnung, das ist halt San Andreas. Ich weiß nicht, ob das in MTA auch so ist, aber in SMP gibt es, soviel ich weiß, halt eine Häuserbegrenzung, die ist, glaube ich, bei 250 Häusern. Mehr gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie es in MTA ist, ob man hier mehr Häuser setzen kann oder nicht. Das ist eine Berechnung. Naja, bei 250 Häusern, wenn du einen Server hast, wo täglich 200, 300 Leute drauf sind, reichen 200 Häuser pro Kopf nicht aus. Nicht wirklich, nein. Da müssen halt mehrere zusammenwohnen. Ich meine, du bist ja sowieso nie in der Wohnung. Du musst nur auf... Also ja, aber ich will ja nicht, dass andere Leute da an meinem Auto rumfummeln. Nein, im Auto können sie ja nicht rum... Also, sie können schon dran rumfummeln, aber es bringt ihnen nichts, weil... Also, außer du hast auf. Du lässt es auf, aber das wird ziemlich dumm. Ich komme mit meinem Alzheimer, also bitte. Ja, wenn man schlau ist, dann schließt man sein Auto ab, setzt außerdem die Handbremse, dann kann der Nachbar sich einen Ast abfreuen, weil der... dein Auto nicht haben kann. Aber ansonsten, ich bin eigentlich nur im Haus, um zu spawnen. Und vielleicht um was zu essen, aber ansonsten. Hast du dir eigentlich beim Burgershot so Menüs gekauft? Wie du halt dabei hast du einen Hamburger oder so? Ja, aber die hast du jetzt dabei, ne? Hat man die dabei? Ja, du musst /eat 1, 2 und 3 eingeben. Echt? Mhm. Ach so, sonst kein Wunder, dass er es nicht gegessen hat. Mhm. Sonst isst du die nicht. Der Bus ist nun am Haus angekommen. Schön. Schön für den Bus. Wo wollen wir unser Haus suchen? In LS, in SF oder in LV? Irgendwo, wo schön ist und einen Parkplatz hat. Das ist ein Argument. Typ umfahren, los! Yay. Yeah. Ich hasse das, wenn man stirbt, da muss man so scheiße lange warten. Ich war mal auf dem Server, da musstest du 5 Minuten warten. Boah. Also die Minute, die du da kurz sitzen musst, ist nicht so schlimm. Aber halt 5 Minuten warten, bis entweder ein Medic kommt, oder weil halt die Medics nie online waren, dich wieder spawnst, es dauert einfach ewig. Du kannst zwar raustappen, aber dann bist du irgendwie, keine Ahnung. Ist halt trotzdem dumm. Ja, ich habe schon 2000 verdient, also hier als Farmer verdient man wirklich gut. Muss man sagen, also... Ja, aber es ist halt auch nicht so ein prickelnder Job, sag ich mal, also...
Mit der Zeit geht's noch einmal auf die Nüsse, oder nicht? Na gut, das stimmt. Ich mache jetzt noch 100er Bonus und danach, denke ich, gehe ich mal auf Häusersuche. Ne, erstmal gehe ich zu einem ATM, zu einem Geldautomaten. Sie haben soeben Farmer Level 500 erreicht. Ich kann nun das Farmer Outfit tragen. Was? Ja. Yep. Was bringt das? Nix, du hast es an und dann kannst du die ganze Zeit damit rumrennen. Okay.